Liebe Schwestern und Brüder, wie ein Motto begleitet uns in diesen Adventstagen der Satz vom Weg bereiten. Dieses Wort hat eine doppelte Dimension. Einmal soll dieser Weg in unserem Herzen enden, in unserer Personenmitte sozusagen, damit uns Christus nicht schlafend findet, wenn er kommt und klopft. Es geht also um uns, und zwar ganz. Gott gibt sich nicht mit einem Teil zufrieden, und es geht um viel mehr. Wenn wir Gott unser Herz bereiten, es ihm hinhalten und überlassen, dass er, wie es beim Propheten Jesaja hieß, wie wir gehört haben, dass er den Schmutz abwäscht und die Blutschuld wegspült, also alles Schlechte und Böse von uns wegnimmt, alles, was uns trennt von ihm selbst und den anderen Menschen, dann findet auch die Welt zu Gott. Menschen, die noch nichts von ihm gehört haben, finden den Weg zum Tisch im Himmelreich. Dann wäre das Ziel des Advents erreicht. Es würde wahr, was der Eröffnungsvers der Messe sagt: Ihr Völker, hört das Wort des Herrn und verkündet es in alle Welt. Seht, euer Gott wird kommen und euch erretten. Fürchtet euch nicht. Und das ist dann die zweite Dimension. Indem wir Gott den Weg in unser Herz öffnen, bereiten wir ihm auch den Weg in unsere Welt hinein. Wahr kann das aber nur werden, wenn an unserem Leben ablesbar wird, was Glaube bedeutet, nämlich dass er so stark ist, dass er Wunder wirkt, dass Lahme wieder gehen können, seines geistig Lahme, die durch uns den Weg zu Gott finden, seien es körperlich Kranke, die durch unsere Hilfe Linderung finden. Wahr ist das, wenn die Freude in uns vollendet ist, sodass wir unseren Blick auf das Unvergängliche richten und in allem das Reich Gottes suchen, wie es das Schlussgebet heute formuliert. So dürfen wir hoffen, dass viele von Osten und Westen kommen, um durch und hoffentlich auch mit uns und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch zu sitzen, bei der ewigen Vollendung dieses Mahles, das wir jetzt miteinander und mit dem Herrn feiern. Amen.